Hallo und herzlich willkommen. Heute machen wir einen ganz leckeren, einfachen Kuchen. Der geht mega, mega schnell und schmeckt super, super lecker. Und wir fangen gleich auch mit den Zutaten an. Der Kuchen ist einer meiner Lieblingskuchen, denn der ist so variabel. Man kann alles Mögliche da reinhauen und immer alles wieder kombinieren. Also ich habe jetzt diesmal mit Rosinen und Orangenschalen kombiniert, aber man kann genauso Früchte nehmen, wie Heidelbeeren oder Nüsse, wie zum Beispiel Walnüssen. Wisst ihr eigentlich, wie gesund Nüsse sind? Walnüsse enthalten einige Vitamine, dann noch einfache und mehrfache ungesättigte Fettsäuren, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, dann Calcium, Kalium, Magnesium, und viele Proteine, was jetzt sehr wichtig ist für den Muskelaufbau. Rosinen bestehen zwar 60% aus Zucker, sind aber trotzdem sehr gesund. Denn der Zucker aus Rosinen gelangt nicht sofort in den Blutbahn, sondern eher portionsweise. Denn Rosinen enthalten viele Ballaststoffe, also 4-5%. Dadurch wird das Zucker nicht sofort freigesetzt, sondern in bestimmten Abständen. Und es hält lange satt. Zudem enthalten Rosinen viele B-Vitamine, was jetzt wichtig ist für die Nerven und für bestimmte Stoffwechselvorgänge in den Körper. Dann enthält noch Rosinen Kalium. Kalium ist wichtig für die Muskeln, für die Muskulatur, für die zusammenziehende Muskel, ne, für jede einzelne Zelle. Also ohne Kalium keine Vorstellung. Und Eisen. Eisen ist sehr wichtig für die Blutbildung, ne, für die rote Blutkörperchen, beziehungsweise für die Aufnahme von Sauerstoff und Abtransport von dem Kohlendioxid aus der Lunge. Also machen wir mit diesem Kuchen auch nichts falsch. Ne? Also es ist zwar ein bisschen ungesund, aber trotzdem auch gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lässt. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.